Big Ben, Cyanide Studio, Pro Cycling Manager, Saison 2019 und F-Mod. Ja, herzlich willkommen bei einem Video, auf das ihr wohl schon länger gewartet habt. Zumindest habe ich den ein oder anderen Kommentar bekommen, beziehungsweise auch Privatnachricht von Wege. Freunde, wann machst du endlich was zu PCM? Hier ist es, hier ist PCM 2019, wir schauen es uns erstmal ein bisschen an, bevor wir dann in unsere Sachen reingehen, sag ich mal. Was ist denn hier Dollar, Dollar? Aha. Ist interessant, dass mein Profil... Egal. Neuigkeiten. Schauen wir uns mal als erstes an. Pro Cyclist. Fähigkeiten. Steigern Sie Ihren Fahrer in den verschiedenen Zweigen. Leistung, Persönlichkeit, Erkenntnis und Rennen. Insgesamt 12 Fähigkeiten mit jeweils 3 Stufen ermöglichen es Ihren Fahrer zu verbessern. Fortschritt. Es gibt jetzt 36 Stufen für den Fahrer. Der Fortschritt, Attribute, Potenziale, Fähigkeiten, Zugriffe auf Rennen, wurde optimiert und neu ausbalanciert. Und Verträge. Der Teamwechselmechanismus wurde angepasst. Dank der Liste, die Ihr Agent Ihnen vorlegt, können Sie nun mitteilen, welche Teams Sie am meisten interessieren. Das ist auch eine Neuerung im Karrieremodus, habe ich mitbekommen. Und die gibt es natürlich auch andersrum im Pro-Cyclist-Modus. Das ist cool. Karriere. Transfer. Ab Mai, da haben wir es auch schon, können Sie Ihre Dossiers während der neuen Vortransferperiode vorbereiten. Verteilen Sie die Punkte, die Sie erhalten, sinnvoll, um das Interesse der anvisierten Fahrer an Ihrem Team zu erhöhen. Schlüsselmoment. Sehen Sie sich die Höhepunkte der Saison auf einer neuen Seite im Menü Ergebnisse an. Also ist total die geile Neuerung. So, sonstige Benutzeroberfläche, Aktualisierung der Benutzeroberfläche und der Seiten für eine verbesserte Ergonomie. Also den Satz, ne, also ab hier, ab dem Für, hätten wir es wegstreichen können, weil das ist ein Witz. Rennstrecken, Aktualisierung der Strecken 2019 mit noch detaillierten Strecken durch Hinzufügen neuer Objekte. Und das war's auch schon. Also diesen Punkt hier so prominent anzuteasern, ah, das tut weh. Das tut wirklich weh. Wir gucken mal kurz in die Karriere. Erstmal im Default. Ich habe mir hier schon ein paar Workshop-Dinger runtergeladen. Aber die werden wir jetzt momentan noch nicht machen. Sondern wir gucken mal kurz in den Karrieremodus. Dann kann ich euch auch zeigen, welche Teams so keinen Namen haben. Oder keine richtigen Namen. Zum Beispiel das Team Ineos heißt hier Team C. Mit den jeweiligen Fahrern, die auch komplett falsch heißen. Also nicht komplett, aber ne, man weiß noch, um wen es sich handelt. The Coin in Quickstep hat leider auch keine Rechte. Oder dafür haben sie keine Rechte, so rum. Dann, das war's, glaube ich. Nee, CCC hat leider auch keine Rechte. Und was ich wirklich interessant finde, und ich würde gerne mal wissen, woran das liegt. Dimension Data ist komplett lizenziert. Name, Trikot, alle Teamnamen, alles gut. Und dann Mirko Cavendish. Warum haben die immer für den Cavendish keine Rechte? Mal abgesehen davon ist der krass schlecht. Also die Werte sind sowieso so eine Sache. So, Direktenergie ist auch so eine Sache. Da haben sie zwar das Team lizenziert, aber die Fahrer nicht. Ist ja auch lustig. Pierre Rolland. Ach ja, stimmt, der fährt jetzt hier. Boah. Was haben wir noch? Last Boom, ey. Krass. Van der Poel ist auch richtig krass, aber das finde ich halt auch gerechtfertigt, ja. Dass der solche... hier, Androni hat auch keinen richtigen Namen. Sergio Padilla ist auch so eine lustige Sache. Ich weiß nicht, warum der Boy 76 hat. Nur mal zum Vergleich, ne? Nur mal zum Vergleich. Ein gewisser Ivan Sosa hat 75 am Berg und ist, glaube ich, Durchschnittswert 70. Und Padilla hat einen Durchschnittswert von 74. Das heißt, Padilla ist der deutlich bessere Fahrer als Ivan Ramiro Sosa. Würdet ihr dem zustimmen? Ich denke nicht. Also ich stimme dem auf keinen Fall zu. Ja, hier haben sie auch keine Rechte für diese Mannschaft. Van Hecke, das ist auch falsch. Ja, also sie haben leider wieder mal nicht die Rechte für alle Teams. Was sehr, sehr schade ist. Aber man kennt es ja. So, jetzt gucken wir uns mal, nehmen wir einfach mal das Team hier. Und gucken uns mal das neue ergonomische Interface an. Wow, das wird so krass. Ja, keine Ahnung, ey. Also ich meine, man ist ja gewohnt, dass PCM jetzt nicht so die krassen Neuerungen von Teil zu Teil hat, aber ein bisschen mehr als nichts haben sie dann doch meistens gemacht. Aber dieses Jahr waren sie wirklich extrem faul. Also ihr seht schon, das hier sieht wirklich alles genauso aus wie im PCM 2018. Also das ist wirklich 1:1 genau dasselbe. Ihr kennt die ganzen Menüs wieder. Bla, 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 Platzierungen, dies, das. Hier ist übrigens
Schlüsselmoment, ja. Das ist total toll. Und hier steht dann wahrscheinlich, wer gewonnen hat oder so. Wow, das ist halt ein neues Menü. Sieht jetzt tatsächlich nicht komplett schlecht aus. Also finde ich ganz cool. Aber dass das die einzige Neuerung ist, so wirklich. Nein, nicht ganz, aber so ziemlich die einzige Neuerung ist. Das tut schon weh. So, die bessere Ergonomie sieht man natürlich auch, ne? Also es hat sich einfach nichts geändert. Übrigens an der Stelle vielleicht mal ganz kurz erwähnt, wenn ihr nach freien Fahrern sucht, habe ich da einen tollen Vorschlag für euch. Was ich manchmal ganz gerne mache, ist eine Karriere machen mit Fahrern, die halt keinen Vertrag haben. Sondern wenn ihr hier mal guckt, wo ist er? Hier. Es gibt einen gewissen Marcel Kittel. Der hat keinen Vertrag. Der hat zwar auch irgendwie nur noch 76 im Sprint, weil ich auch übertrieben finde, aber der hat keinen Vertrag. Also wenn ihr mal irgendwie einen guten Sprinter haben wollt, ja, also aus den freien Fahrern könnte man auch wieder ein gutes Team machen. Boah, Scott Swaits. Krass, der hat keinen Vertrag, ey. Tim Merlier, auch nicht. Ha, huh, interessant. Reguivi, den kennen wir ja irgendwo, ja? Ja. Ja, also das wollte ich euch mal zeigen hier mit dem Schlüsselmoment. Das ist natürlich ultra krass. Ich weiß nicht, wie das Ganze dann hier angezeigt wird. Keine Ahnung. Das mit den Dossiers ist einigermaßen okay, denke ich mal. Also ist jetzt auch nichts großartig Besonderes. Aber das ist, glaube ich, eine ganz okaye Neuerung. Also man kann halt im Vorfeld, soweit ich das verstanden habe, Fahrern so ein kleines Voravis schicken. Und ja. Und dann halt so ein bisschen den Agenten mit dem sprechen lassen, sodass der mehr Interesse am Team hat. Da wurde auch ein bisschen was geändert. Man sieht jetzt das Interesse der Fahrer am eigenen Team und so. Das ist eigentlich ganz cool. Glaube ich zumindest. Was wir uns anschauen werden im Let's Play, das werde ich gleich auch aufnehmen, aber dann erst in der nächsten Folge raushauen, der Pro Cyclist Modus. Wir haben ja noch immer die Karriere mit Austria Cars im Pro Cycling Manager 2018. Da werden wir auch erstmal bleiben. Und werden uns hier im PCM 2019 den Pro Cyclist Modus anschauen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe den schon mal Let's Playen wollen. Das war, glaube ich, 2015, als er veröffentlicht wurde. Da wollte ich da eigentlich mal reinschauen. Habe es aber nie wirklich konsequent gemacht. Und jetzt in diesem PCM-Teil soll das Ganze mal wirklich starten. Also, ich würde sagen, das war's von der kurzen Übersicht über die Neuheiten, die es hier so gibt. In Klammern, es sind nicht viele. Ich lasse euch hier mal die Credits durchlaufen. Und was ist das hier? Warum Click Me? Okay. Ist das eine Neuerung? Kann man das als Neuerung zählen? What the hell? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Voll das Minispiel hier, ey. Geil. Ja, lustig. Okay. Boah, was knapp. Ja, also lustiges Minispiel hier. Auf jeden Fall. Wirklich lustig. Wirklich toll. Soll man diese Buchstaben drücken oder was? Ich guck jetzt mal. L. S. Nö, muss man scheinbar nicht. Oh, you lost. Schade. Naja, also das sind die Leute, die hier mitgewirkt haben. Ja. Ich würde sagen, das war es, wie gesagt, von der kurzen Überblick über den neuen PCM. Wir sehen uns dann als nächstes also im Be a Pro Modus oder Be a Cyclist. Also bis dann. Tschüss. Ich lasse euch die Credits noch durchlaufen, aber ich sage schon mal Tschüss.